heute möchte ich euch den Randazzo R270 PT in der Beta vorstellen, in der Version 1.0.1.0. Ja, tippt doch noch mehr auf der Tastatur rum. 475 Downloads gesamt, sowie heute ein Kommentar. Kommen wir zu der Beschreibung, die auf Englisch ist, deswegen lese ich sie lieber nicht vor, könnte sonst peinlich werden, beziehungsweise man würde es nicht verstehen. Auf jeden Fall ist halt ein, 35 Tonner, hat eine Länge von 7 Meter, sowie, also kann halt, wiegt 6400. Da kannst du das von Argo Modding und ja, ist halt zum Testen so und es ist eine Beta-Version, wie hier auch nochmal steht. Eine Änderung ist halt die Version, zwei Bilder nur, ist natürlich auch nicht sonderlich relevant, sondern wir wollen ihn natürlich testen in-game. Die Credits sind wie gesagt Argo Modding und noch ein paar andere. Und die Datei ist 27,6 MB groß, wir haben 4,64 Sterne Bewertung nach 13 Stimmen, beziehungsweise nach 13, ja doch nach 13 Stimmen. Bedankt haben sich 13, der Mod wird beobachtet von 8 und der User wird von 487 beobachtet. Und ich würde sagen, Leute, wir schauen uns den Mod mal in-game an und gucken, was er so kann. Bis gleich. Zu den In-game-Teil des Anhängers und wir werden uns den ganzen jetzt erstmal in der Kategorie Kipper logischerweise kaufen. Und hier ist er. Standard R270 PTV 1.0. 26.000 Euro einmalige Anschaffungskosten, also relativ günstig. Sowie 18 Euro am Tag. Dafür kann er 35 Liter laden. Und so gut wie alle Früchte aufladen. Wir können die Farbe ändern, um ihn zum Beispiel schwarz zu machen. Und die Felgen lassen wir einfach mal in Rot, so dass wir auf einen Preis von 28.000 Euro kommen. Beziehungsweise Standardpreis 26.000 Euro sowie 2.000 Euro mit den Veränderungen. Oder wir können ihn für 3.080 Euro mieten. Aber da wir genug Geld auf dem Konto haben, werden wir uns den Mod natürlich kaufen. Und hier steht das gute Stück und ja, schauen wir uns den erstmal an. Also das erste, was mir auffällt, ist, er sieht definitiv echt gut aus. Für den Beta kann man auf jeden Fall sagen, der sieht eigentlich schon fettig aus, würde ich sagen. Der ist alles sehr scharf hier, wunderbar, liegt die Zapfwelle, alles klar, so muss das sein. Also ich kann an dem Mod jetzt erstmal nichts. Wie geil, hier so ein Farming Simulator 15 Kennzeichen mit Argo Mod Horse da, jawohl. Das sieht auch sehr vielversprechend aus und ja. Natürlich können wir jetzt einfach nicht groß irgendwie welche Funktion oder so testen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum Fahrverhalten. Was natürlich auch jetzt ein bisschen schwerer ist zu beurteilen, aber ja, wunderbar. Also das sieht auf jeden Fall sehr solide aus und ich würde sagen, dass sich hier um einen Anhänger handelt, machen wir natürlich das, was ein Anhänger normalerweise soll. Und werden einfach mal zum Hof fahren und ihn vollladen. Und ja, wie man hier sieht, wunderbar, das Licht funktioniert am Hänger, wunderbar. Und das wird Kennzeichen wird beleuchtet, finde ich schon mal sehr super. Also bis jetzt eine ganz, ganz klare Empfehlung des Mods. Runterladen, ins Spiel reinmachen und Spaß damit haben, denn es ist ein super Mod. Er ist nicht teuer, der Hänger, und man hat ziemlich viel Ladekapazität, also rundum perfekt. Und ja, mal gucken, wie sich jetzt die Fillplane verhält. Aber da habe ich keine Bedenken. Und ja, fahren wir mal. Und das Fahrverhalten ist auch, wie gesagt, super. Ah, mit dem schönen fetten Dings hier unterwegs. Russischen Trecker. Passt ja, ne? Auf der Map. Und ja. Dauert natürlich jetzt einen kleinen Augenblick, aber ist ja nicht schlimm. Dann genießen wir einfach diesen schönen Hänger. Oder den Zaun vom Trecker. Aber allzu lange wird es natürlich auch nicht dauern. Das ist natürlich kein weiter Weg vom vom Händler zum Hof. So, haben wir es doch gleich schon geschafft. Hier vorne schon die Kurve. Ja, das war eine kleine Sache, die nicht zum Mod gehört. Der Trecker hört sich einfach wunderbar an. Ist ein geiler Sound. Und auch hier sieht man wunderschön, wie dies. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Kabel ist, aber man sieht auf jeden Fall, dass es in dem Trecker normalerweise stecken würde. Allerdings jetzt hier bei dem Mod nicht. Und ja, das sieht auf jeden Fall alles sehr gut aus. Und die Zapfwelle ist auch weg, so dass sie normalerweise zu sehen sein müsste. Aber gut.
denke mal, sonst Funktion haben wir nicht. Genau. Oh. Da hört ihr, wie der Motor richtig auf Touren kommt. Und ja. Jetzt sind wir auch schon beim Hof angekommen. Wir werden ihn natürlich definitiv nicht voll bekommen, den Hänger. Aber grundsätzlich können wir ein bisschen reinladen und sehen dann mal, wie sich das Ganze sonst verhält. Naja, wir werden ihn vielleicht zu 50% nicht mal voll bekommen. Genau, 43%. Ist natürlich besser als gar nichts. Und ja. Hier sieht man wunderschön, dass die Fillplane unten noch durchbackt, aber wir sind ja auch nicht da, nicht nur für fertige Mods da, sondern wir testen auch gerne Beta-Mods, um so auf Fehler hinzuweisen, wie hier die Fillplane, die ein bisschen geändert werden muss, so dass man sie nicht mehr durchglitschen sieht, zumindest halt unten. Aber das sind Kleinigkeiten, über die man hinwegsehen kann, und sonst ein rundum perfekter Mod bereits in der Beta. Schon perfekt. Und jetzt fahren wir einfach noch wieder zum Abkippen, denn wir wollen natürlich das Weizen nicht verkaufen oder sonstiges, um so natürlich noch die Chance zu haben, dass die Ladegeschwindigkeit, wie man den Hänger belädt, zumindest vom Silo aus haben wir gesehen. Jetzt wollen wir natürlich noch die Abkippgeschwindigkeit sehen. Als krönenden Abschluss der Modvorstellung. Okay. Abseite, Abkippseite hinten. Genau. Jetzt. Okay. Gut. Es war jetzt nur falsche Taste gedrückt. Ist jetzt weiter nicht schlimm. So, der kippt relativ schnell aus und es sieht auch sehr gut aus. Also ein wirklich rundum perfekter Mod. Ich kann euch nur empfehlen, macht den Mod rein, spielt damit, das ist wunderbar. Ich hoffe, die Modvorstellung hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag und ciao, Leute.